Moinsen, hier ist euer J-Dancer und heute mal von der PlayStation 4 mit Bloodborne und nicht alleine, sondern diesmal habe ich den Sveste von dem Kanal Gamer von Games HD mit dabei. Hallo! Und ja, wir spielen jetzt Bloodborne erstmal parallel, bis wir eben so weit sind, dass wir eben beim anderen mit hineinjoinen. Das heißt, wir sitzen quasi in Real Life nebeneinander und spielen einfach auf zwei verschiedenen Bildschirmen. Ja, und dann fangen wir, denke ich, mal direkt an. Genau, neues Spiel. Ja, lassen wir mal einfach mal so. Also nicht wundern, wenn wir da so ein bisschen durcheinander quatschen. Ja, lass das einfach mal so, die ganzen Einstellungen. Das ist... auch so lassen. Automatisch Klebeck brauchen wir nicht. Kann man eigentlich alles so geht lassen. Alles so. Jetzt kommt eine Cutscene. Oh, ja. Bleich. Tja, seid am richtigen Ort. In Janem wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst diese Geheimnisse enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu soll der Tatjanam Blut in euch fließen. Zuerst ist euer Vertrag. So, was ist noch ein Charakter? Auch. Wie war das? So. Männlich, alter Junge, was gibt's denn hier so? Wir sind einfach mal jung. Ein Jungspund. Die Herkunft. Ich denk mal, ich werde den Militärveteran nehmen. Gucken wir mal durch. Normal, glücklich, hey, Kindheit. Oder? Alle Antriebe durchschnittlich, Attribute. Letztes Mitglied eines Dorfes. Und Kraft. Unglücklich, ja. Kindheit, dadurch sehr belastbar. Leben voller Gewalt, Vergangenheit voller Gewalt, unbedacht, aber stark. Professionell, perfekt geeignet für Detektive, Detektivarbeit oder Wissenschaft. Militärveteran, das nimmst ja du, Kriegserfahren, ein Soldat mit Stärke und Geschick. Ja, du wolltest ja eben auf Stärke gehen, ne? Genau, und auf Vitalität. Familie mit Stolz auf den Stammbaum. Schlimme Erlebnisse, aber jetzt sehr selbstbewusst. Ich weiß nicht, Blutecho, was ist das Leben oder was? Blutechos, das sind quasi, die kriegst du von Gegnern und dann kannst du quasi aufleveln, Waffen verwendest dann und so. Okay, das heißt also, bis dein Level abkriegt, braucht er eben diese 500 Punkte oder wie ist das? Ja, das erfährst du noch. Okay. Militärveteran. T3, 2, 9. Ich hab keine Ahnung. Ich nehme einfach mal ein Leben voller Gewalt. Und das Aussehen. Haben wir ja schon. Ja, jugendlich erwachsen. Obwohl. Kann man die ranhauen? Naja. Dann nehm ich den. So. Geiler Bart, Mann. Machen wir mal so. Brust. Weiß ja gar nicht, wie da die Einheiten sind. Ja, das ist mir egal. Ich nicht. Klasse. Also es stand auch durchschnittlich in der Mitte bei 120. Also Abdomen. Ja, also ich bin fertig mit der Charaktererstellung. Ich warte einfach mal auf dich. Die Arme.
255. Ja, Junge, du musst gut an die Gegner rankommen, oder? Da brauchst du Ray Ruffy Gummiarme. Was ist denn über da? Wäre nice in dem Spiel, Alter. Die Hautfarbe. Mach den so richtig Karamell. Boah, Junge. Alter. Boah, ich krieg mir Augenschmerzen. Oh ja. Ach, dann können wir auch hier machen. Nee, ne, das ist einfach so. Sich Details. Ich würde noch Haare und ich würde auch noch die Haare was machen. Gibt's denn hier? Pupillenfarbe. Nö, da bin ich zu faul für. Also ich habe nur die Haare gemacht und den Bart. Das war's. Ja. Wie sieht denn das aus? Das ähnelt dir so ein bisschen. Ja. Guck mal, was gibt's noch? Was ist das? Oh. Frauenfrisur. Ich hab die genommen. Du hast einen Saiyajin? Nein. Leider nicht. Ja, nämlich die mir ähnelt, das war die da. Die Farbe. Das ist ja alles, was verändern muss hier. Gut. Sie grün machen. Ich wollte ein bisschen heller. So. Ne, dann lassen wir das. Lassen wir die Pech schwarz. Ja, dann würde ich noch Bart machen. Was hier meinen? Weiter unten. Da, ne. Ja, wahrscheinlich habe ich so einen Bart. Da, so ungefähr. Nee, so meinen gibt's da. Gar nicht. Ja, das ist das, wenn ich mich nicht rasiere, aber das gefällt mir gar nicht. Dann sind wir ohne. Ein junger Erwachsener ohne Bart. Nee, Speichern brauchen wir nicht. Mal zurück. Ne? Und abschließen einfach. Alles klar, dann Charakterstellung abschließen. Ey, du bist eine Sekunde vor mir, was soll das? Hat er das vor mir gedrückt, ne? Oder? Ich hab gewartet und hast du schon. Du warst ein bisschen schneller. Also ich bin gespannt. Also ich hab von dem Spiel nur einmal ganz kurz in einem Let's Play reingeschaut und Sveste hier mich angesprochen hat, meinte, lass uns mal ein bisschen spielen. Manche okay. Dann habe ich eben nur einmal kurz reingeschaut. Und also eben jetzt so viel von dem Spiel weiß ich jetzt nicht. Deswegen nicht wundern. Ja, da weiß ich ein bisschen mehr. Was auch Sassi ist. Ihr werdet das alles für einen bösen Raum halten. Geht aber lang, ne? Ein bisschen, ja.
Josefkas Klinik. Ich weiß gar nicht, wann kriegen wir die Waffen? Ich auch nicht, also ich hab nur vorhin reingeschaut, dann lagen sie irgendwo da. Gucken wir einfach mal untersuchen. Einfach mal. Handgeschriebene Kanzlei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Wo lag das? Direkt hier rechts. Hier, guck mal bei mir. Da. Ah, da. Auf dem Tisch. Auf dem Stuhl. Ist klar. Leider. Wir sind so ein. Einfach mal durch die Tür. Machen wir dann ein bisschen leiser. Jetzt sind wir drüber runter. Ui. Also nächstes Haus. Also wenn jetzt alles kaputt wäre, ich denke mal, dann würde ich gerne holen. Mal, hier liegt was. Ja, da lag was. R1, Angriffe, rechte Waffe. Okay, wir haben jetzt nur eine Faust. Hier liegt noch was, oder? Jetzt. Ja. Lassen. R3, Ziel angesehen. Okay, dann. Da waren nur die zwei. Okay, hier sind schon ein paar Leute gestorben. Oh Gott. Also den Teil habe ich gesehen. Boxen wir den einfach. Können wir auch eigentlich ausweichen oder so? Also hier sind also mit dem, soweit ich weiß, sind das andere Spieler, die neben mir gestorben sind. Ja, ja. Oh, ich hab gleich auch direkt schön bunt kassiert. Oh Gott! Oh Gott, wie kann man rennen? Wie kann man rennen? Also nicht. Aber ich bin tot. Ja, ich glaube, wir können da eigentlich nur sterben. Wir müssen den, glaube ich, auch nicht prügeln. Ich glaube, wir werden einfach. Wie rennt man denn in dem Spiel? Ich glaube, man musste sterben. Also, in dem Let's Play, wie ich gesehen habe, ist der dort auch gestorben, kam er eigentlich dahin, wo er hin musste. Echt? Ja. Keine Ahnung. Aber wir sind nämlich jetzt ein Stück weiter. Ich weiß nicht, ob man den besiegen kann. Wir haben nur eine Faust. Was willst du gegen den machen? Auf jeden Fall war es richtig. Oder vielleicht nur eine von zwei Möglichkeiten. Vielleicht hätte man ja auch platt machen können. Ich glaube, man hätte auch weiter durchgehen können. Einfach ihn ignorieren. Ja. Oh. Können wir uns eine Waffe ausholen? Echt? Also gleich. Also hier irgendwo. Ich geh mal nach hoch. Da. Ach, ich bin viel hoch. Die Boten bieten eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Guck, da kann man jetzt aussuchen. Wo? Ein Stück hoch, eine Treppe hoch. Man muss die Geister anbringen, da schon. Ja. Da. Ja, wir haben Ausfahrt, die Säge Hackbeil, die Jägeraxt und der gewundene Stock. Also ich hatte mir direkt von Anfang an gesagt. Ja. Aha. Warte mal. Skaliert man konnte das auch irgendwas? Mit Viereck, mit der Anzeige, da konnte auch irgendwo eine Beschreibung zu lesen. Da, wenn du nochmal drauf drückst. Ein Trickwaffe aus der Werkstatt, die für mich bei Jagd wird. Die Säge verbessert den blutende Wunden zu und verwandelt sie in ein langes Hackbeil, das sich die Zentrifugalkraft zunutze macht. Die Säge mit ihren scharfen Zähnen ist ein Symbol, der effektiver, je scheußlicher die Bestie sich verwandelt hat. Also, mir sagt das zu. Die Jägeraxt, die ist echt nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme den gewundenen Stock. Also, gewundene Stock, der wird halt irgendwie so eine Peitsche. Ja, deswegen, so ein bisschen Range ist immer gut. Ich weiß nicht, ich find das irgendwie cool, die Waffe. Aber ich meine, dieses Jägerhackball und die Jägeraxt, die macht natürlich fett Damage. Ja. Aber ich glaube, man kann auch noch andere. Ja, natürlich kann man andere Waffen finden, aber. Für den Anfang? Ich weiß nicht, Jägeraxt trägt so richtig. Der hat auch mehr Haltbarkeit. Ja. Warte mal, wie viel Geschick habe ich denn? Ja, die meiste halt. Ja, doch, nehmen. Ich glaube, ich würde auch die Jägeraxt nehmen. Du nimmst die Jägeraxt und ich nehme Sägehackbeil. Alles klar. Und dann können wir noch eine Pistole hier oben ein Stück weiter. Da war, glaube ich, Blutangriff 20 und Blutangriff 70. Plus 1. Was das heißt, wissen wir natürlich nicht. Die untere, die hat natürlich mehr Haltbarkeit. Ja. Und ihr seht, der Festival wirkt schnellen Bewegungen von Bessing entgegen. Welche nimmst du, dann nehme ich einfach die andere? Ich nehme. Hoch, halt der Knopf. Nimmst du die Jägerpistole? Ich nehme die Jägerpistole.
einfach mal. Was kommt man hier oben? Dann wird Adi sind tief hoch. Okay. Warte mal, wir machen Menü auf. Inventar. Ach ja, die müssen wir. Achso, da. Ah, okay, da kann man sich selber Hinweise machen. Alles klar. Was haben wir noch so im Inventar? In dem Notizbuch kannst du Hinweise machen. Ja. Waffen. Ah, du musst noch deine Waffe ausrüsten. Ja, hab ich gemacht schon. Zwei weitergehen, dann hast du die. Genau, das ist einmal rechte Arm und linke Hand. Ah, okay. Ah, okay, verstanden. Und ja. Schnellgegenstände. Haben wir noch keine Blutfiolen. So. Guck mal, wir sehen das ja aus. Wie greift man denn an? Ah ja, R1, ne? Ja. Nee, R2. Also, hab ich. Ah, R2 starke Angriff. Ah, und dann kriegen wir auch hier direkt so ein langes. Guck, bei mir sieht dann so aus. Hinlang. Okay. Ja. Ich kann die, glaube ich, auch dual wheelen. Nee, warte mal. Boah, Junge! Ja. Also, deins ist, größere Reichweite als meiner. Wenn du das mal anschaust. Ja, das stimmt. Naja, egal. Schauen wir mal. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, wir müssen hier mit dem. Ah, Türe. Gut. Tür oder ein Grabstein? Wenn du das lesen bei dem. Ich bin erstmal fest verschlossen, okay. Ja, dann müssen wir mit dem Grabstein reden und okay. Einfach mal weitermachen. Ah, cool, dann kommen wir zum anderen Ort. Krankenzimmer Erdgeschoss. Also, ich gehe da jetzt hin. Du gehst da hin und ja, die Tür ist verschlossen. Achso. Gut, dass wir das schon geklärt haben. Dann folge ich dir. Sag die Zeit. Ich kann auch lang gehen. 16 Minuten. 16 Minuten, ja. Genau. Passt ja noch. Vollkommen im Rahmen. Also wir gucken, dass die Folgen so. Ja, so 30 Minuten Maximum. Vielleicht sind wir manchmal auch ein bisschen drüber. Wenn Boss. Oder eben ein bisschen kürzer, wenn wir direkt den Boss fertig haben. Ich weiß, dann lohnt sich das nicht, direkt nochmal einen Schluck zu machen. Deswegen mal einen Cut besser und dann neu einzusteigen. Ja, könnte man machen. Aber noch zur Info: Auf dem Gamer for Games Kanal kommt das. Nicht das Let's Play, das gibt's nur hier. Und ja, nur so als Randnotiz. Dann können wir wieder zurückgehen mit dem. Ne? Ja. Ach, das ist der Kollege. Ah, jetzt ist das klatschen der Kollege. Also hatte ich den vorhin schon fast down. Echt? Mit meiner ER. Also viel hatte der nicht. Kann man die Waffen wegstecken? Ich habe L1 gedrückt, dann wurde es kleiner, aber sonst hast du die ganze in der Hand. Wie rennt man denn bitte? Kreis ist. Da wirst du schneller. Ich denke, wir können jetzt weitergehen, ne? Ja. Hier ist noch. Leuchtet irgendwas? Ja, das kannst du aufnehmen. Achso, die Blutproben. Was ist hier? Blutecho erlangen. Ach! Ach, meine Leiche. Ah, mit hast du gesehen? Mit Dreieck. Wie bitte? Mit hier bei dem. Ja, die Blutfiolen, damit heilst du dich. Und die würde ich nicht so verschwenden. Wir haben zwei, soweit ich sehe. Ich habe. Warum hast du Vier. Ich habe gerade aus Versehen eine eingesetzt. Ich habe noch nicht mal eine eingesetzt. Immer schön alles nachgucken. Ich bin dabei. Hier liegt ein Geist. Quecksilberkugel. Kommt man hier durch? Mal 10 Stück direkt. Ja, okay. Die sind natürlich die Geschosse, ne? So, ich mach dann jetzt das große Tor auf. Hier sind zwei Tore. Ja, da kommst du nicht durch. Also das hier. Ja. So, in den Zylinder. Ich geh direkt. Kann man ja nicht mitnehmen. Kann man ja irgendwas machen. Rechts. Ach, okay. Oh, das ist auch schon ein Gegner. Man kann Sachen kaputt machen. Ja. Hochgegangen. Ja. Kann man was zerstören. Hoch, falscher Knopf. Bisschen dran. Oh, und ich hab direkt kassiert. Da frage ich mich, wie man rollt. Erstmal okay, Doppelkreis. Doppelkreis. Hast du irgendein Tor aufgemacht oder? Nee, noch nicht. Also bist du einfach den Weg da hinten in der Ecke liegt was. Molotow.
Hier, das hast du hier in der Ecke. Aber oh, weiter durch sind noch. Hier hinter. Ja. Vor allem noch zwei Gegner. Ich zieh mal an dem Hebel. Ich meine da oben, da gäb's. Warte mal. So hier. Hinweis. Ich kletter mal da hoch. Und du bist hier hinter, was? Ja. Einmal das hat der. Ah, dann müssen wir es rumswitchen, ne? In den Optionen. Oder wie? Ja, bei den ganz unten. Ja. Ja. Lampe. Kann ich aktivieren. So, aber ich gehe da nochmal zurück. Weißt du schon, wie wir die werfen oder so? Müssen wir Steuerkreuz nee, nehmen? Weiß ich gerade. Ich doch. Doch klar, Steuerkreuz. Okay. Wo bist du lang gegangen? Du musst da so ein Schalter. Ja genau, den Schalter da vorne. Hier? Nee, da rechts. Rechts. Ach da. So, dann gehst du da hoch, machst die Lampe an. Oh, da bin ich. Also mal weitergehen. Guck nur. Ah, da unten ist nämlich noch was. So. Noch eine Blutfiole. Ich glaube, das, was man da hört, ist ein Boss. Ist hier noch irgendwo was? Also du hast die Lampe an. Ja, und unten liegen noch zwei Blutfiolen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt nochmal runterklettern willst und die holen, aber gut. Achso, da geht's ja direkt weiter dann. Ja. Na gut, dann gehe ich auch nochmal runter. Ich guck da mal ein bisschen weiter. Wir sind zwei Tore, das eine ist zu. Ja. Wo auf denn da oben? Seite. Kann ich mit reden. Bist du lang rechts oder was? Ah. Ne, rechts muss man lang. Ne? Ja, rechts muss man und links zu. Das geht von der anderen Seite offen schon da. Ah, okay. Und ich bin runtergefallen. Aber. Heilig mit Dreieck. Geht noch. Also, nee, doch. Nee, nicht. Das geht nicht. Kiesel. Okay. Nur das eine. Also, ich denke mal, vier Stück hast du. Holy shit! Noch was mal, ne? Du bist schon schön im Metzel. Ich bin auf dem Weg. Kann man auch schnell hochklettern? Wie geht das? Ja, mit Kreis. Sehr schön. Fiole, ist das schön. So. Was ist denn da? Kann man da runterspringen? Ja, will ich aber nicht. Kiesel, hat sie auch Kiesel? Ja. Weißt du schon, was das bringt? Schwer, als nur anlocken oder ja. Zum Weglocken? Oh. Also irgendwie geht der schnell da. Weiß auch nicht. Irgendwie enttäuscht er mich. Wo bist du nachgegangen? Ich, du kannst da runterspringen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also bist du wieder weggegangen, Treppe? Ich glaube, da kommst du so oder so hin. Da sind nämlich. Boah, sind da viele! Mit denen lege ich mich noch nicht an. Ich bleib noch mal an denen vorbei. Oh, was hast du denn hier? Beton. Eine Blutprobe und eine Blutprobe. Machen hier war noch ein Geist mit irgendwas. Okay, hier ist einer. Hier hat einer gekämpft. Ein Gerät wieder. Abgeschlossen ist hier ein Mannschaft. Vorsicht, vor was ist das für ein Werkzeug? Okay, gut. Ich weiß nicht, an denen habe ich mich vorbeigeschlichen, aber da muss man lang. Ah, nee. Nicht blind. Ah, ich weiß, wo man ist. Wir müssen ja hier lang, soweit ich das. Pass auf, da unten um eine Ecke, da kannst du lang, den musst du aber nicht, da ist ein fetter Gegner. Ah, okay. Shortcut. Ach ja, dieser hier meinst du? Mit dem würde ich mich nicht anlegen, der macht dich platt. Meinst du? Der macht dich platt, glaub mir. Also, hast du das hier gedreht? Ja, dann geht die Tür auf. Boah, da sind ein paar Gegner, ne? Also, das ist langsam schon, ne? Bis nach unten lang oder wo bist nee, du? Nee, da war man doch. Am Anfang. Da kann man ja, die Leiter hoch. Ja. Das ist quasi Shortcut. Das heißt, dann bist du hier unten lang. Richtig. Ich bin zurück, wo die ganzen Typen lang gelatscht sind.
Also hier lang. Rein. Oder wie? Ein bisschen hingegangen. Ja, okay, sagt dasselbe. Ich glaube, wir müssen da lang. Oh Gott. Du hast hier mitgequatscht. Ja, oder? Ja, kämpfst du doch gegen die? Ja, dann muss man lang. Also doch da oben. Okay, wir sind wahrscheinlich nicht gewünscht. Er wünscht. Hier liegt. Also ich mach die gut klar. Ei Karamba, ei Karamba. Und ich bin tot. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Boah, ja, hast du gesehen, wie du geklatscht hast? Leider nicht. Also guck mal, guck dir den Move an. Ja, warte. Ach, diesen Rundumschlag. Ja, ja, der ist heftig. Hart, Alter. Und dann hast du alle geklatscht? Ja, ich habe 2 One-Hit gegeben quasi. Ich glaube. Aber hier an der Tür kannst du klopfen. Ja, habe ich schon und dann bin ich nicht gestorben. Dann habe ich den platt gemacht und dann kamen die anderen Typen an. Ja, warte mal, die lebt doch. Oh, viel Damage! Holy fuck. Ich habe auch nur 2 Schläge gemacht und war der weg. Aber die dahinter, also die da links kamen. Welche? Ich glaube, du hast den auch hier unten, die kamen da von da. Ja, die habe ich schon. Ja, die haben mich am platt gemacht. Ja, da muss ein bisschen defensiver. Ach, jetzt muss ich, wieder hier lang laufen. So. Blutsteinscherbe, das. Also irgendwie. Ich muss sagen, mir gefällt die Waffe. Boah, ich habe viele Seelen. Aber die bringen mir noch nichts. Ich mich verarschen spiel. Klatsch. So. Da komme ich eh schon an. Ja, du musst auch ausweichen, ne? Mit der Rolle. Ich Moment, ich gehe mal auf so. Schauen wir uns das mal an. Ab und zu heilen, ne? Warte, mit der Gabel, der ist kacke. Aua. Ja, warum treffe ich ihn nicht? Holy! So. Noch eine Blutprobe. Boah, machen die Damage. Und da ist keiner mehr. Also ich muss hier echt einstecken in dem Spiel. Komm an ran, nein, komm an mich. Aber ich bin erstmal links hoch, rechts hoch, direkt da. Da sind ein paar Gegner. Ah, von dem hast du eine Seele wieder. So. Mal kurz Randale machen. Lass uns die Straße hier hochbissen. Bleiben. Ja, das ist halt. Aber pass auf, da kommen irgendwann um die Ecke einfach Gegner, ja. Ich bin quasi einmal da oben komplett. Alter, sind da viele. Da komm. Ah. Ah, ich brenne. Auf mich wird geschossen. Pull mir die. Der hat mich verbrannt. Der hat mich verbrannt, eiskalt. Okay, einer down. Zieh ich mir den nächsten ran. Oh ja. Na gut, da ich schon tot bin und wir jetzt schon an der Grenze angekommen sind, würde ich down. Schalt auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei, was auch dann direkt danach folgen wird. Genau. Schaut doch gerne mal bei den Gamer for Games HD vorbei. Link ist da auch in der Beschreibung. Ich bedanke mich schon mal, dass du immer dabei warst. Ich, ja, gern geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.